So, dann willkommen zurück zur Folge 6. Wir sind immer noch dabei, ein Tadetzino zu tamen oder versuchen irgendwie was zu machen, und Gart ist natürlich auch dabei. Jo. Und ja, wir versuchen irgendwie produktiv zu sein. Die Frage ist, was ich mir stelle, vielleicht reicht ja diesmal ein Stein da unten, dass er da nicht hochrennt, aber ich weiß es nicht. Oder wir stellen uns ehrlich gesagt nicht da unten. Ich will halt ehrlich gesagt nicht da unten jetzt irgendwie zwischen dem Wasser und den Steinen abgekappt sein. Das ist halt eine ziemliche Scheißposition, ehrlich. Ja, ist es auch. Wenn wir den da nach links den Strand entlang kiten und dann da die Klippe hochlaufen, das könnte aber funktionieren. Das sollen wir jetzt versuchen, wie willst du das machen? Da unten rennt schon wieder so ein Trodon-Vieh rum, glaube ich. Ja? Ah, da unten schon wieder ein Trodon. 15, naja. Ah. Ja, aber wie willst du das an... Ja, keine Ahnung, wie will man das machen? Ja, anpullen und rüberziehen. Ja, der ist halt übel schnell. Wie viel Movement hast denn du? 100. Ich habe 106 sogar schon, ja, ja. Aber der ist trotzdem zu schnell. Also sind gerade schon wieder angeschossen. So. Rennt halt wieder nach da oben. Ja, aber der dreht dann und kommt dann immer wieder. Mal wieder über den Stein drauf rennt. Lol. Und jetzt? Ich mach mal den Risky hier. Schwimmt da unten. Wie gesagt, eine Überlegung wäre jetzt auf die andere Klippe rüber zu springen. Da haben wir das. Da steht noch ein Vierer rum. Warte mal. Da läuft ein Alpha-Adaptor, Alter. Ich springe nicht zu der Klippe drüber. Auch bei der anderen Klippe gegenüber. Ein 33er Alpha-Adaptor. Oh, lol. Holy shit. Was ist denn jetzt los? Ich hab das Vierer getroffen. Wo steht denn das Vierer? Es buggt. Ach, da oben. Es buggt jetzt nicht ernsthaft fest, oder? Doch. Ach, hier unten, unser Kollege da unten im Wasser. Jetzt rennt der da oben weg. Ah. Alter, bin ich zu dumm? Wie gesagt, ansonsten das nehmen jetzt, das 33er und darüber ziehen. Ah, ist halt ein Trodon, ne? Ja, sonst fliegen wir erstmal über den Trodon jetzt hier weg. Warte mal, ich brauch noch einen Fallschirm. Dann mal drüber fliegen und versuchen dabei den zu tamen. Pro Fasern. Also ich habe auch keinen Fallschirm. Ich habe hier auch eine. Ich habe mich hier auch in eine sehr behinderte Situation gebracht, ohne einen Fallschirm zu haben. Wobei, alles easy. So. Ich glaube, wir haben nicht mal genug Halt für einen Fallschirm. Wobei doch, du hast einen Fallschirm gebaut. Vielleicht auch noch einen. Also wärst du so kulant und könntest mir einen mitmachen oder. Ja, mach ich. Ja, weniger. Jetzt echt mal gucken, dass wir was auf die Kette kriegen nochmal. Ist das nämlich Waste, sonst könnten wir lieber die Base bauen und auf Waffen gehen. Normalerweise sollte ein 33 einigermaßen liegen. Einigermaßen. Die Frage ist. Komm mal zu mir. Ich bin bei der Base. Ach, da hinten. Frage ist, ob. Nee, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. Wenn wir mit dem Fallschirm drüber fliegen und dann können wir ihn ja dahinter ziehen, dann müssen wir keine Angst vor dem Trodon haben. Ja, komm. Versuchen es jetzt. Okay, nochmal kurz abchecken. Das ist der jetzt sowieso in die richtige Richtung. Ja, genau. Also. Da drüber herfliegen. Cool. Gut. Versuch direkt auf die Klippe hochzufliegen. Lass uns erstmal nach der Höhe gucken. Aber der läuft schon perfekt da drunter. Wenn wir jetzt einfach auf die. Hör auf umzudrehen. Ich will halt nicht den Trodon aggron. Oh, ich sinke. Ah, ich schaff's auf die Klippe. Das auch. Wir könnten den jetzt halt versuchen, unten an die Klippe hinzuziehen. Wenn es nicht klappt, sind wir, glaube ich, beide hart am Arsch. Versuch den mal eben zu treffen, bitte. Hab ihn. Treffer. Ja, ich auch. Wo bist du? Ja. Ich stehe rechts neben dir, glaube ich. Och komm, jetzt mach nicht da irgendwie eine Kurve und lauf hier links hoch. Gar keinen Bock. Ja, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Treff ihn. Wo ist er denn? Steht an einem Baum. Außen. Zweimal getroffen. Einmal. Hat er euch sehen müssen. Viermal. Ja, auch getroffen. Nochmal getroffen. Er kommt. Okay, warte mal eben fix. Ding ist, die verlieren halt übel schnell Fortitude. Heißt auch langsam anschießen bringt bei dem nicht viel. Okay, kommt eventuell jetzt unter uns. Der ist da schon, der steht am Stein.
Alter, Kali, Kriterium oh, schlägt auf dem Raptor neben uns. Alter, ich fall einfach vorne runter, holy shit. Oh, ich hab mich nicht schon gemoved, oh. Hab den Raptor bewusstlos. Wie schnell schwimmt ein Terizino? Weiß ich nicht. Schwimm einfach. Zu schnell für mich, ich bin tot. Glaube ich. Ja, ich bin tot. Ich bin noch von der Falle, fuck. Ich hab's gesehen. Oh mein Gott, wie dumm ich da runtergefallen bin. Das ist halt schon insane, ne? Alter, nicht dein Ernst. Alter, wir holen auf. Steht das Terizino hier an irgendeiner richtig dummen Felskante? Ich habe den Raptor rein theoretisch gerade bewusstlos geschossen, aber das Kalikriterium hat ihn danach getötet. Ich kann da mein Zeug wieder hinkommen, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Alter, was ist denn da los mit dem Raptor? Was ist denn... Oh, Mann. Leider nicht. Kann es wieder anschießen, es bewegt sich wieder. Nicht, dass es mich jetzt hier gleich nochmal abfängt. Ich habe noch 15 Pfeile, ne? Ich hoffe, das kippt halt gleich irgendwann um. Es rennt gerade weg. Es rennt gerade ins Wasser rein. Oh mein Gott, Alter, wieso sind da jetzt Megapilanas? Warte, ich war weiter drüben. Es läuft gerade auf die andere Seite, es rennt gerade. Ist es gerade umgekippt? Oh oh. Das steht da direkt vor dir am Stein. Nein, es steht da noch. Solltest ein bisschen aufpassen. Das ist wie. Ist Klaufi. Ja, ich weiß. Ich versuche da mit meinen Dings zu kommen. Eieiei. Treff's gerade immer wieder. Ja, ich versuche hier erstmal kurz wegzukommen, weil ich habe so ein scheiß Klaufi hinter mir. 9 Pfeile. Komm, kipp um, bitte. Jawoll! Liegt. Umgekippt. Ja, ich komm zu dir rüber. Ich geh hin, ja. Nice, Alter. Oh mein Gott, wir mussten 2 Monster. Wenn das jetzt nicht durchkommt, ne? Ich beiß mir so einen Arsch. Ja, wir werden eventuell nochmal Narko herstellen müssen, ne? Ey, wo sind eigentlich meine Bären hin? Habe ich die Schale weggefuttert oder was? Ich bin auch gestorben, doch. Okay, ich hol mal schon Bären. So, ich behalte das mal eben fix im Auge. Bring mal Narkomittel noch mit, das, was wir noch haben. Jo. Das Scheiß, wie hat mir gerade 5 Fleisch geklaut, ey. Ja, Alter, wie wir einfach zwangmal. Ich bin gespannt, wie die anderen, wenn die auch einen Terrazino oder irgendwas anderes mal tamen wollen, hey. Ah. Wie die das hinbekommen, ey. Also, entweder wir haben uns jetzt schon richtig arg. 1000 Leben, ne? Jo. 2400 benommen halt. Ich würde halt jetzt fast schon gerne nachgucken, wie lange das zum Tamen braucht. Aber wir müssen da jetzt dabei bleiben. Jo. Das ist ein 30er Terizin. Hast du mal geguckt, auf wo der Sattel ist? Nö. Jetzt hier gerade ziemlich offensichtlich. Oh lol. Ich hab gerade nebenbei einen Deal und bewusstlos geschossen. Hab den jetzt gerade instant getamed. Also wenn das der richtige ist, wenn ich nicht irgendwas Falsches eingegeben habe, dann 5x30. Ja gut, das wäre machbar. Jetzt ein Terizino, dann wäre natürlich schon Schnieke. Außer natürlich kann ich tippen, aber was soll denn noch irgendwie T-Erd heißen? Außer Terrorbird, aber das war was anderes. So, I'm running. Pack mal das mal auf die Null, lassen nicht, dass es Chest drauf. Ich laufe die ganze Zeit hier Patrouille. Jo. Aber wir haben jetzt aktuell noch 12 Minuten. Wo kommt denn der Dilo her? Der stand hier rum. Ich hatte gerade keine anderen Pfeile geladen, deswegen habe ich mit dem Pöllungsfeuer geschossen. So. Einmal 10 Narkotik drin. Hab das. So. Die 10 hatte ich schon dabei, glaube ich. Na egal, 10 sollte ja auch, 10 sollte auch klar gehen, oder wie schnell fällt. Sondern eine Leiche komplett gelootet? Ja. Ja, denkt doch, die bleiben jetzt 2 Tage oder so gefühlt da rumliegen, deswegen bau da eine Leichen ab. Okay. Hast du gerade schon gesehen? Ja, ich hab gerade abgebaut. Okay, ich hab gerade nochmal 2 reingedrückt, ich schau mal. Hast du schon Bären reingeknickt? Nee, ich hab Narkotik reingedrückt, also. Bären, geht schon Bären halt. Ja. Ja. Ich zeige jetzt irgendwie, ich kann nicht sehen, wie weit das ist. Ja, du musst ein bisschen durchlaufen, hab ich auch. Alter, wir brauchen viel mehr Narcotics, Alter, das hat schon... Ja, ich laufe gerade schon hoch. Krass. Hat richtig viel verloren. Wir haben gar nicht mehr so viel, ne? Wir müssen die neu farmen. Ja, ich
Dann gibt das nochmal 40, ne? Da kann ich direkt alle reinkloppen. Wenn du denkst, vielleicht noch mit Bären oder sowas machst. Ich gucke da nochmal. Wir haben hier oben noch 16. Dann farm ich noch ein paar Narko-Bären. Was soll ich jetzt machen? Ja, du kannst so. Ich hab gerade nochmal 12 reingelegt, sonst farm du schon mal und ich hole nochmal. Haben wir oben noch was liegen? Ja, 16 haben wir. Ja, dann nehme ich die nochmal mit. Ich habe ihm gerade schon mal 12 reingedrückt. Ja, okay, geht ja wieder auf 2-4. Ich leg dir ins Inventar von dem Trike, wenn du vorbeikommst. Ich komme dir ein bisschen entgegen. Ich habe jetzt einen Dilo einfach auf Follow. Ich lasse den jetzt einfach hinterherlaufen. Irgendwo wird der schon hängen. Ich muss unbedingt noch ein bisschen Movement Speed skillen. Ja, komm dann. Bei mir, ich habe so einen Trike dann. Gucken. Okay. Farm du mal weiter und stell direkt an, immer wieder zwischendurch, weil das brauche ich ein bisschen zum Craften. Ja. Gott, ey. Was ein Akt, ey. Ja, schon, gell. Ja. Das ist das Parasaurus, geh weg. Irgendwas ist da gerade vom Himmel gefallen vor mir. Nicht, dass das ein Spieler war. Wäre nicht so geil. Wäre ziemlich hoch gewesen, wäre ziemlich ein Tod für den Spieler gewesen. Gut. Wenn es so ist. Wieso steht da vor das Auto ist direkt vor unserer Base, vor unserem Trike? Kommt denn der da hin? War da gerade eben noch nicht. Okay. Alter, der schaut da mit dem Kopf durch, der schaut ja aus, ey. Oh mein Gott. Steigt gerade noch an. Da 21 laufen wieder durch, ich fahre weiter. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, ne? Das Terizino kann man übrigens erst auf 50 machen, oder? 50, okay. 50 oder 60, eins von beiden. Ja, habe ich es verkackt. Moment. War das erst ab 60? Ab 60? T-H-E-R-I-Z. Ah, gut, mit der Rechtschreibung. Nee. T-H-E-R-I-Z-60. Ja, GG. Ja, leveln müssen wir sowieso noch. Also auf 50 wollen wir kommen wegen Flak. Dann könnten einer Power leveln, anderer Farm vielleicht noch ein bisschen Metall und macht Waffen oder so. Keine Ahnung. Oder habe ich gar nicht mal geachtet. Oder geht ein Frosch holen oder so. Meinst du, zur Not kann man das Terizino auch quasi auf Follow hinterher pfeifen, ne? Ja, zum Farmen lohnt sich's immer noch. So ist er nicht. Weil sie halt nicht draufsetzen oder so. Halt auch jetzt überspannt. Ich stehe hier und bewache das Vieh. Ja, nice. Ja, ich farm Bären. Es ist jetzt nicht gerade unglaublich viel spannender hier. Sind jetzt beide Level 30. Müssen nochmal Power Level. Wir brauchen aber auch mehr Metall. Wir bräuchten auch mal wieder auf den Flosch. Wobei Leveln fast. Level und Metall ist fast das Wichtigste jetzt gerade. Weil wir einfach Waffen haben wollen und. Das wird safe jetzt über zwei Folgen noch dauern, wahrscheinlich. Ja. Der Dohannes wird öde. Oder wir machen. Ja, nö, wird gucken. Oder wir werden angegriffen, oder wir gestalten es interessant. Keine Ahnung. Wir müssen halt gucken, dass das dabei voll bleibt, ne? Ja. So viel mit 1000 HP und so weiter ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, 31. Ja, das jetzt gleich noch ein bisschen levelst. Für die Verhältnisse ist das gut. Also, das ist wahrscheinlich mit der besten Dinos, die es jetzt zur Zeit gibt, wahrscheinlich auch bei der anderen. Vergleich, wenn man. Also, das klatscht jeden Trike einfach um. Bis es halt nur reiten können. Ja. Schnell, das ist auch nicht betäubt. Das hat 2500 Dummheit da. Ja, und wir haben ja selber schon aus eigenen Erfahrungen spüren können, wie stark es ist. Ja. Vor allem gegen Heidenist. Also, nicht so geil. Hab schon gedacht, ich komme durch, nicht zu sterben, nur du stirbst. Hab mich schon toll gefühlt, ne? Dann sowas. Ja, klar. Wir liegen ja immer noch vorne, sagen wir so. Kay ist ja vorhin, letzte Folge auch nochmal verrenkt. Damit sind die schon wieder bei 6. Und Ghost, haben natürlich Ghost und Co. sind, glaube ich, was hatten die? Ich glaube 11, ne? 11. So, ja. Also wir sind mit 13. Wir sind mit 13 immer noch ganz gut dabei. Ja. Das ganze Metall ist jetzt schon durchgebrannt, also. Ja, auf jeden Fall nochmal welches holen. 5 Minuten Folge ist noch.
Ich habe mir gerade schon zwei Fallschirme gemacht. Ich könnte eventuell dir jetzt das runterbringen und dann rüber oder so. Ich weiß es nicht. Also ein bisschen Narkotik runterbringen. Ja, mach, man. Kannst du rein theoretisch sonst von hier aus auch einfach rüber schwimmen und laufen. Ja, kann ich auch. Muss nur auf den Thron. Ja, wobei, pass lieber fürsorglich auf den Thron dann auf. Jo. Kann ich nämlich auch noch ein Schlückchen trinken. Also ich bringe dir jetzt nochmal 30 mit. Noch steigt es gerade an. Ich habe jetzt gerade die 16 nochmal reingeknallt. Die steigen jetzt gerade wieder, dann ist er wieder fast voll. Und er hat jetzt ein Viertel Richtung... Ja, wobei, wenn der frisst, dann geht's eigentlich. Also er ist jetzt vor dem Z von Zähmen. Also ein Drittel hat er jetzt ungefähr. Ich schätze mal, die komplette nächste Folge wird es mindestens noch dauern. Gut, dass mir jetzt das aufhört, dass meine Rüstung eigentlich fast im Arsch ist. Und danach würde ich sagen, wirklich... Leveln tun wir auch, wenn wir das Haus zu Ende bauen. Wir bauen das Haus. Ja. Bist du? Wir bauen das Haus, wir holen nochmal Metall ran und ja, und danach würde ich einfach wirklich zu Ende Power leveln und zusehen, dass wir vielleicht auf Flak gehen, weil Chitin ist ja auch schwierig zu kriegen. Ich habe da 30 Narkotik reingelegt, ne? Oh, habe ich gesehen. Das fängt gerade wieder an zu sinken. Bisschen was läuft oben theoretisch noch durch, also nochmal 10 oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich muss mal das könnte noch ein bisschen knapp werden, aber du bist auch gleich wieder da vom Metall sammeln. Ja, Du hast jetzt noch folgentechnisch, hättest du jetzt noch 3,5 Minuten, dann musst du die Folge nicht da oben beenden. Meine restliche, ja, ich kann ja mit dem Fall schon wieder drüber springen. Pass nur auf die Viecher da am Strand auf, ne? Da drüben ist ein Pego Dingsterbumser, ja, das darf ich beenden im Slot, da habe ich kein Problem mit. Aber das dann ist über da auf Hälfte, das sollte ja passen. Da steht jetzt gleich der Alpha-Adapter. Ja, rechts, wie gesagt, war Rodan irgendwo am Strand. Jo. Das ist dann echt Movement-Level. Also, ja, du musst irgendwie alles leveln. Du musst viel mehr Damage austragen, weil du siehst ja, so ein Terizino one-hittet dich halt quasi. Oder two-hittet dich. Du brauchst Movement, um davon wegzukommen. Du brauchst Fortitude vor den Trodons. Kriegst kaum Level und wir haben keine das Setz bis auf Gewicht erhöht. Wenn jetzt vielleicht nicht mehr One-Hit von Trodan, dafür trifft mich das Trodan noch zweimal, weil ich zu langsam bin. Halt ein Teufelskreis. Schlimm sowas. Ah, richtig schlimm sowas. Hier ist eigentlich... Ah, hier ist gleich ein Metall, das nehmen wir gleich mal mit. Am Fuße des Berges. Ich habe so gar keinen Bock, dass mich jetzt irgendwas anspringt und einfach nur umlockt. Cool. Weiß ja, wenn man großer Retter ist, ne? Mhm. Du nicht. Sag mal, wir hatten hier vor zwei Folgen einen Bronto. Wow. Was wissen du jetzt hinaus? Ich hab grad einen Pego Mastax, der mich angebrüllt hat. Ich hab aus. Da ist ein Trodon. Auf. Also ich bin behindert. Bin mir relativ sicher, dass das ein Trodon war. Oh, hier ist nochmal Metall, aber das ist kein Trodon. Ja, Anspielung. Ich verlasse gerade übrigens den Teri kurz. Begebe mich auf kleine Erkundungstour. Wir hatten den Bronto, der hier quasi in unserer Nähe stand. Der ist jetzt weg. Der backte da die ganze Zeit an der Kante. Der ist mit einer Aufnahme mehrfach aufgefallen. Sind auch tamebar, ne? Brauchen keine Narcotics, brauchen nur jede Menge Pfeile, um sie umzunocken. Aber das weg jetzt hier. Weil hier wird man ja wohl nochmal einen finden. Das ist halt auch eine Idee. Kannst halt damit gegnerlustig hin und her kicken. Gegnerlustig. Sagen wir so, es macht auch Damage, ne? Also. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Der Schildkritter, Alter. Mal ein bisschen mehr Anlauf hier. Oder muss nochmal ein Terry ziehen. Oh oh. Angst vor dem. Ja, ich glaube, das schaffen wir. Phoenix hat ein Timeout. Ist schon schön. Dann Folgeende. Hallo, ich fliege hier gerade mit dem Fallschirm. Es ist unpassend. Ja, gerade du bist dann. Gott.
läuft schon hart bei uns. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Pause. Weil wir können eh aktuell nichts machen. Der Tame läuft nebenbei weiter. Ich sehe dich gerade mit dem Fallschirm ankommen. Ah, ich habe es leider nicht ganz hochgeschafft. Ja, alles gut. Laufen jetzt. Ja gut, dann beenden wir die Folge hier. Vielleicht durch die kleine Unterbrechung, da mal wieder einer einen Timeout hat, ist der Terry gleich getamed. Wir können natürlich den Tame jetzt nicht abbrechen. Der muss jetzt weiterlaufen. Bedeutet, wir versorgen den eventuell noch mit ein, zwei Narcotics. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau, bis dann.